Aufstellung hinter dem Standort. Standort frei. Start ist also frei, es sind Teilnehmer einmal frei unter den Pferdewänden. Die Startwagen haben eine Distanz von 2600 Meter. Favoritenrolle die Nummer 5, Tierra Monte mit Martin Redler zu setzen. 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab! Am Start fehlerhaft die Co-Favoritin Grillo Venus und die Spitze setzt sich GS Lexus, dahinter gleich der Favorit zu sehen mit Terra Metro vor Bond Venus. Dann sieht man Algier B. Wieder im Hintertreffen auch von Fergie Venus. Vorneweg führt aber zunächst GS Lexus, dann sieht man Terra Metro vor Bond Venus, dann drei Längen Abstand zu Algier B. Von seinem Trainingsgefährten Dandy Venus. Die wieder auspariierte Krypto Venus. Einige Längen Abstand zu der fehlerhaften Fürge Venus. Zwei Längen im Front. Verstoß immer GS Lexus vor Terra Metro und Venus. Dritte weniger Abstand zu IGB, Dandy Venus und Gridorum Venus, ein weiterer Fehler von Fürge Venus im Hintertreffen. Und auch Dandy Venus fehlerhaft im Hintertreffen, auf fünfter Stelle liegend. Nichts geändert hat sich hingegen am Vordertreffen. Hier gibt es weiterhin GS Nexus System vor. Im Windschatten liegt der Ametro, dann Bond Venus und versucht IGB die Lücke zu schließen. Gridorum Venus und weit zurück bereits die zwei fehlerhaften Teilnehmer, Dandy Venus und Fergie Venus. Weg in der Messekurve. Vierter Vorschuss. GS Lexus voran vor Terra Metro und Venus. Dann hat nun Algier B die Lücke schließen können. Ebenso Gridorum Venus, die fünf Teilnehmer. Dicht beisammen sind, in einer Spur gehalten. Jetzt auf den letzten 1100 Meter veränderte Reihenfolge. GS Lexus hat weiterhin das Heft in der Hand, führt vor Terra Metro, Bond Venus, Angel und Gridorum Venus. Jetzt qualifiziert Fürge Venus. Erstmal 5, deutlich zurück, Dandy Venus. Sind noch etwa 850 Meter zurückzulegen. Bisher hat sich im Feld nichts getan, keine Angriffsversuche. Vor allem vorneweg nicht auf GS Lexus. Wird es aber dann einige Angriffe geben. Beispielsweise am letzten Platz kommend Gridorum Venus. Erstes Pferd in zweiter Spur, davor ist nur noch Algier B ausgewechselt, ebenso Bond Venus und davor auch Terra Metro. Nun wird es also ernst. GS Lexus weiterhin voran. Terra Metro in die Offensive gegangen ist, nur noch eine halbe Länge zurück. Dritter Stelle Bond Venus, Falsche B und Gridorum Venus. Mitte des Schlussbogens führt bereits Terra Metro, hat GS Lexus überlaufen und versucht auch Bond Venus nachzusetzen. In den Einlauf hinein geht es mit der Führung von Terra Metro, außen noch Bond Venus, innen GS Lexus, der allerdings keine Reserven mehr hat, aber noch auf allen drei liegt. Terra Metro liegt vorneweg ausreichend zu, kommt zu einem überlegenen Erfolg. Terra Metro gewinnt vor Bond Venus, Algier B, Grido Venus und GS Lexus.